So Leute, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt gerade hier von dem guten alten verbeulten Slate das Schockjockey geholt. Und unsere Aufgabe, Leute, lautet jetzt, dass wir zu Soldiers Field zurückkehren sollen, um die Gondel zu aktivieren. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Hier, wunderschönes Feuer. Sieht das nicht toll aus? Zum Glück ist das künstlich. Hier kann man sich nicht dran verbrennen. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Sind hier noch mehr? Nö. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut wie werde ich mir aber auch jetzt nochmal hier eine Pumpe holen. Danke. Raus geht's. Karabiner brauchen wir nicht. Wir haben ja unsere gute alte Pistole und die Pumpe hier. Wozu braucht man schon eine Karabiner? Wow. Das gefällt mir nicht, was ich hier höre. Batz, Junge. Batz, Junge. Batz, Junge. Danke. Oh, oh. Batz, Junge. Batz, Junge. Pam, pam, pam. Du möchtest dich nicht mit mir anlegen, glaube ich. Das hast du davon. Booker, ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Salzautomat. Wundervoll. Mein Gott. Was geht hier ab? Bleiben wirklich... Oh, das wollte ich nicht. Die haben wir schon gehört. Bleiben wirklich alle Leichen liegen hier? So, Hall of Heroes verlassen. Cornelius Slate, der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Naja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Wir haben jetzt hier Schockjockey. Und damit sollen wir wieder die Gondel aktivieren von der First Lady. So soll der Zeppelin oder was auch immer das darstellen soll wohl heißen. Oder die Plattform. Was geht denn jetzt hier draußen schon wieder ab, ey? Nein. Moskito? Was ist das? Geil. Boah. Habt ihr gesehen, wie der Kopf abgefetzt ist? Batz. Schon wieder. Wie geil ist das denn? Ja. Okay, von dem bleibt nicht mehr viel übrig. So, wo müssen wir jetzt hin? Und ab geht die Post. Juhu! Oh. Oh Mann. Ja. Ich komme hier gar nicht so schnell mit. Ich. Oh Scheiße. Das war mies.
Warum sind wir denn da so abgeschissen eben? Voll daneben gesprungen. Hier unten eiert wohl immer noch einer rum. Ah. Der rennt weg. Ich glaube, das war übrigens das allererste Mal, dass ich jetzt hier gestorben bin. Aber es muss ja auch mal sein. Nicht zu sterben, dann wäre dann hätte ich auch ganz ehrlich die Schwierigkeitsstufe zu einfach gewählt. Los! Bitte sehr. Los, mach! In Ordnung. Yeah, der gehört jetzt uns. Danke! So, hoch da. Och Mann! Wieso kann ich denn da nicht hoch? Muss ich hier lang oder was? Medizinkit kann die schaden. So. Ab geht die Post. Juhu! Da hat Sam auch geleckt. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wo wir hingehen, aber... Hä? Was zur Hölle ist das denn jetzt hier? Sind wir immer noch an so einem Ding dran? Ich bin hier gerade ein bisschen desorientiert. Ich bin wirklich gerade ein bisschen desorientiert. Da können wir lang. So. Kehre zu Soldier's Field und schalte die Gondel ein. Mein Gott. Das ist aber nicht nett, was sie hier macht. Alter Schwede. Also jetzt wird's hier echt Action geladen gerade. Das ist ziemlich geil. Nur weiß ich leider immer noch nicht, wo ich lang muss. Ich weiß echt nicht mehr, wo das war, Leute. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Oh nein, bitte hör auf. Das ist schmerzhaft. Danke. Das ist leider alles. Oh, dann hat er noch nicht mal was für mich. Sauerei. Also Leute, man merkt richtig, wie das Spiel jetzt so spürbar fordernder wird. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber
Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. So, wir brauchen auf jeden Fall Salze. Und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Booker, da oben. Eine dieser Schock-Jockey-Türen. Die sollten wir uns vielleicht ansehen. Da hoch? Ah, nein. In die andere Richtung. In die andere Richtung. So. Stopp. Okay. Hier runter. Hier müssen wir jetzt Schockjockey wieder anwenden. Hol die Gondel. Von wo sollen wir denn jetzt hier die Gondel holen? Der Pfeil geht hier hin. Das kann ja wohl schlecht die Gondel sein hier unten. Ah, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, habe ich das Gefühl. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Comstock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Raketen? Wo? Oh mein Gott. Wo kommen die alle her? Ich habe jetzt natürlich kein Scharfschützengewehr, ne? Jetzt alle. Ich bin echt desorientiert hier gerade. Weil ich keine Ahnung habe, soll ich jetzt die Typen killen oder wie? Oder warten? Was soll ich denn tun? Stopp. Ziele. Oh, keine Ziele. Geil. Hier ist einer. Na gut. Wenn ich die schon nicht finde, dann kommen die halt zu mir. Das ist auch ganz nett.
Oh, das ist mein Verbündeter. Das wollte ich nicht. Also diese Schock-Schocki-Fertigkeit, die gefällt mir im Moment nicht am besten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Scheiße. Verpiss dich. Hau ab. Stirb. Ich glaube, ein Präzisionsgewehr kann jetzt wirklich nicht schaden. So. Wir sind jetzt hier auf der Gondel drauf. Das mal ansehen. Sieht einfach aus. So. Das war wirklich ein bisschen verwirrend hier eben. Von überall kamen Gegner und irgendwie konnte man nur über die Skylines kämpfen, hatte ich das Gefühl. Aber jetzt geht's auch endlich an Bord der First Lady. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da Aero haben sie Drone. Immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Das ist aber eigentlich ein ziemlich mieses Geschäft, muss man sagen. Man kann sie doch hier nicht einfach ausliefern. Das ist ja schon fast Menschenhandel. Sind wir jetzt gleich da? Sind wir jetzt da? Sind wir jetzt da? Wir sind da! Yay! Aerodrome der First Lady. So, was können wir denn jetzt hier holen? Ist nichts wirklich bei, was ich unbedingt haben will. Und hier? Achso, die beiden Sachen wieder. Ich muss mir die gleich nochmal genau angucken, wenn wir hier fertig sind. Sorry, mehr habe ich nicht. So, Dollarbill. Was bekommt man da? Solche Gesundheitskits, okay. Mehr Geld. Okay. Danke. Danke dir. Bei Minuteman's Armory bekommt man solche Schadensboosts, Munitionsvergrößerung und so weiter. Und bei Vigor bekommt man diese Fähigkeits-Upgrades. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. So, 7 Lockpicks haben wir jetzt schon. Wundervoll.
Natürlich ist jetzt hier aber auch kein Tresor in der Nähe. Wie sollte es auch anders sein? Wahrscheinlich kommt gleich eine Tür, wo wir 5 Lockpicks verbrauchen müssen und dann haben wir wieder keine mehr übrig. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommt? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. So, anscheinend sind wir jetzt bei der First Lady angekommen. Salze sind voll. Infusion. Und wieder spielen wir Roulette. Ah. Gut. Geil. Alles auf die zweite Stufe jetzt ausgerüstet. So schlecht ist das doch gar nicht. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Och Mann. Mäuschen. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Das war jetzt aber auch nicht nett. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen nicht dumm ist. Und den Rest konnte ich nicht lesen. Cool. Man kann also auch Kombos machen, wenn man erst Killerkrähen macht und dann Teufelskuss und dann kommen anscheinend brennende Krähen. Muss man mal ausprobieren. Was passiert jetzt hier? Junge! Bist du behindert oder was? Was fällt dir ein? Oh, Scheiße. Wir kommen jetzt aber nicht wirklich in den Knast, oder? Easy, die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist... Zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Junge! Wo bin ich gelandet? Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist.
Soll ich jetzt Waffen holen oder Elisabeth finden? Na gut. Also zusammengefasst, haben wir jetzt Elisabeth verloren und sollen jetzt für diese Vox irgendwelche Waffen holen von einem Waffenschmied, um praktisch unser Schiff, die First Lady, wieder zu bekommen. Und ja, wie ich die Waffen besorge und eventuell Elisabeth auch wiederfinde, ja, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, euer RPG-Gucki, haut rein!